starten hier auf Small Battlefield, ja. Neutral Stage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Musik gepickt wurde. Obwohl, wenn sie doch, eben schon doch, da waren, war, muss eben sie gepickt worden. Wir haben das okay bekommen. Und Robin gleich mit der schönen Combo. Er hat auf uns gehört, er wollte es nochmal machen. Aber ja, FCN gönnt eben nicht den Homie die Eye. Ja, hier sind wir schon. Und jetzt. Oh, FCN geht für den Style, das sieht man auch nicht so oft. Nee, das hat mich auch verwundert. Das war ein bisschen gut. Und Robin versucht das natürlich sehr Page zu spielen. Ei. Das ist eine Ledge für FCN. Ja, in der Ledge wird schwierig. Und diese Rüben ist halt genau das gleiche wie gegen Ruven. Dieser Abi. Er hat ein Stitch Face. Oh mein Gott. Das ist natürlich, wenn jetzt eine Combo bekommt, dann tut es natürlich richtig weh. Oh, und 49%, obwohl es schon gar nicht so viele Hits waren. Two-Hit-Combo. Also auf jeden Fall cornered und SDN spielt das sehr ruhig, kriegt hier die Back Air. Er spielt sehr ruhig und spielt es eigentlich gut. Das ist total unglücklich, dass er jetzt schon so im Rückstand ist. Aber er ist eigentlich nicht eh immer viel gleich. Passiert ist. Das ist das Ding. Der letzte Ledge Trap. Er geht viele Downers gerade. Ich kann mir vorstellen, dass in dem Matchup Ike nicht einfach auf Royal Distance stehen kann. Oh, das ist ganz mies. Side B kannst du Float canceln und dann Instant Acten. Das ist on field sehr safe. Das kann man, glaube ich, nicht punishen. Aber bin mir auch nicht komplett sicher. Ja, wir sehen hier weiter das Advantage von Robin. Er hält es sehr, sehr schön. Das Edge Guarding mit den Rüben ist ungefähr das gleiche, auch dass Ike noch Side B drücken kann. Okay, der Parry. Ja. Ja, Robin spielt einfach jetzt gerade safe und kriegt ein paar kleine Hits rein. Findet hier nicht den Kill. Eigentlich Ike kein Char, der Killprobleme hat, aber. Ja, braucht jetzt Robin einfach einen Hit. Speed. Und. Ah, wollte hier den Mix-Up haben? Weiß weil nicht, ob er reversed hoch wollte oder ob es einfach ein bisschen Put war. Also vom Ding her ist es so, er will nicht gecountert werden, weil er fällt gegen diesen Counter. Und wenn er es reversed, ja, dann hittet er ihn zuerst, aber er war zu tief. Also es war wahrscheinlich schon gewollt. Hm. Ja, an sich, neutral-mäßig sieht es gar nicht so schlecht aus für SDN, aber Robin holt halt extrem viel aus seinem Advantage raus. Geht hier für einen Read, der leider nicht funktioniert. Jetzt wieder offstage für Robin. Ja, offstage. Und man hat schon die ganze Zeit gesehen, Robin holt extrem viele Kills durch Offstage-Situationen. Sind auch jetzt, außer Inkling, waren die Chars alle offstage. Nicht so stark. Ja. Aber nutzt er gut aus. Ist wichtig. Ike hat schon Mixer-Ups, aber es ist schon einer seiner Schwachstellen, die Curry. Oh, kriegt er das Landing. Wollte er eine Nair machen? Ja, ich finde es interessant, dass Robin das gegen Ende extrem offensiv gespielt hat. Der ist halt warm jetzt, ne? Das ja, der ist natürlich richtig heiß jetzt. SCN ist da gar nicht reingekommen, gar nicht richtig zone mit seinem großen Schwert und. Nee, also Turnips und auch sehr destructive in dem Matchup. Ja, sehr starkes Tool. Also ich hatte auch mal einen sehr guten Out-of-Shield-Punish. Ja, das ist natürlich auch. Tag habe ich schon oft gesehen, auch gegen mich heute. Er hat mich oft getroffen. Gleiche Map. Gleiche Map, gleiches Lied. Ja. Small Battlefield, das kleine PS2. Ja, und hier geht es gleich wieder weiter mit Advantage für Robin. Ja. Ja, der wartet einfach auf die Options. Er ist sehr patient und ich finde, STN wirkt hier fast ein bisschen unruhig, was man eigentlich überhaupt nicht von ihm kennt. Oh. Und ich weiß nicht, ob er da noch hätte zurückkommen können. Doch, er hätte noch ein bisschen driften können. Aber ja, es ist wirklich. Aber die Stitch hat er sehr viel Angst vor wahrscheinlich. Und? Keine Fair von Robin, aber er macht weiter. Raus, aber es ist natürlich wieder ein immenser Lead von Robin über einen Stock. Wollte die Double Nair, connected nicht. Kann zwar früh killen, aber sieht ja nicht so aus, als ob SCN wirklich die Openings bekommt. Nee. Also das Ding ist, diese Kills, die er früh bekommt, das sind sehr viele Raw-Hits, wo er Reads haben muss. Und Robin lässt sich gerade überhaupt nicht readen. Ja, und dazu dadurch, dass Peach so eine krasse Rolle hat beim Ledge-Trappen, also von der Ledge. Wir haben auch noch nicht einen Ledge-Trap gesehen von SCN, aber Robin ist auch schwer in der Situation immer. Ja, SCN eigentlich jemand, der auf Raw-Listen steht, dich F-tiltet oder fährt. Aber Peach rollt einfach zu weit, damit er da Neutral Gather und Rolle covern kann, glaube ich. Ja, das sind die SDN Dash Attack. Downer. Ja, es ist. Das kennen wir gar nicht von SDN. Also die Dash Attack kennen wir schon, aber dass sie nicht trifft, kennen wir nicht. Also man muss sagen, Robin ist jetzt auch das erste Mal hier bei Netz. So. Das erste Mal seit Arbeit. Ultimate. Ja, genau. Und SDN ist das wahrscheinlich noch nicht gewohnt hier. Das Pace von Robin.
ja, da mitzuhalten ist auf den ersten Anblick nicht so leicht. Aber wir kennen SDN, er adaptet gut. Aber auch so einen schnellen Aggressive Playstyle. Ja, es wird jetzt halt langsam ein bisschen schwierig, da oh Gott, noch zu adapten, ne? Wenn man so weit zurück ist, weil Robin natürlich auch zurückadaptet. Natürlich. Und hier haben wir ja, da den es. Konter und er killt noch nicht ganz, aber ich glaube nicht, dass er da zurück. Nein, er kommt nicht zurück. Macht er nochmal. Nochmal? So, er sehen wir es nochmal, do it again. Oh! Aber er hat die rüber gecatcht. Er hat verloren, aber er hat sich noch ein paar Wedgies mitgenommen zur Stärkung. Schauen, ob er die nutzen kann für das dritte Game. Und Robin ist hier drauf und dran, das zweite PO in Folge zu holen. Ist auf jeden Fall warm, der Junge. Ja. Aua. Ey, das hat sehr weh getan. Hast du auch gehört? Und ja, wir gehen direkt rein. Wir haben dasselbe alles Lied, dasselbe mal Stage. Do it again. Und mal schauen. Ist der ein besserer Start jetzt? Ja. Das Ding ist, wenn SDN nicht offstage ist, dann hat er keine Probleme. Ja, und man sieht hier, er kann schon auch gut sein Advantage pushen. Das Problem war auch, er hat die ganze Zeit von behind gespielt. Da muss er sich was einfallen lassen. Jetzt hat er gerade die Ruhe inne und kann sich Zeit lassen, wie wir es von ihm kennen. Einfach schon. Das ist die Adaption. Das wird jetzt interessant zu sehen, wie er mit dem Lead umgeht. Ob er das jetzt ganz patient runterspielt, hier und da seine Hits holt. Also jetzt kann er... Ja, da ist die Up-Air. Sehr starke Option mit Armor. Also wenn man halt gegen Ike einfach reinrennt, verliert man dagegen. Kommt mal in Up-B. So, und SDN auch niemand, der sich scheut, die gerne mal ein paar Mal hintereinander einzusetzen. Oh, schöne Option. Und Turn-Up-Kombos? Ja, Turn-Up natürlich ein gutes Tool, aber man sieht natürlich bei den anderen Spielern, dass sie nicht ganz wissen, was sie alles damit machen können. So. Und jetzt ist auf jeden Fall sehr langsam jetzt. Das finde ich genau immer andersrum als. Robin kommt nicht wirklich rein, kriegt keine Openings. Und also gegen so ein Schwert reinzukommen ist auch nicht so die leichte Option. Ja. Und Robin kriegt halt eben so auch die Edgeguards nicht. Ja, da sind die Chases von SDN. Und wir haben hier ein 3-1 Stock Lead. Das sieht aber mal andersrum aus. Richtig. Ja. Sieht eigentlich Juggles aus wie die anderen Spiele, anderen Games. Nur mit vertauschten Rollen. Aber da ist die Backer jetzt. Robin immer noch ein ganzer Stock Disadvantage, aber. Ah, geht an die Kante. Ja. An sich kann SDN es jetzt halt einfach safe runterspielen. Ey, dieses Side-B ist auch nicht so. Ja, die hat kein Endlag, wenn man es richtig macht. Das ist wirklich. Man will die Punish. Kommt doch einfach manchmal aus dem Nix. Aber kann man nicht. Wer will die Down-Air? Was mit SDN passiert, dass der Down-Air macht? Ja, ich hab auch nicht gedacht. Gegen Peach denke ich, dass es auch nicht so gut funktioniert. Vielleicht weil Robin mal da ist. Wie früher. Will er spielen. Ja, und hier bekommt er den Ledge-Trap. Robin springt hier diesmal von der Ledge davor. Hat er fast immer gerollt. Und das kann man dann ganz gut punishen gegen Peach. I fight for my friends. Ja, Peach natürlich mit dem Float, aber jetzt nicht unbedingt den Airspeed, um da gut vom Schwert wegzukommen. Jetzt sehen wir den Counterpick von Robin. Auf jeden Fall den Musik-Counterpick. Ich weiß nicht, ob dieselbe Stage. Dieselbe Stage und das Fire Emblem-Musik. Ja. Ja, mal schauen, sehr gut an die Musik. Schauen, ob SDN dieses Momentum jetzt mit rübernehmen kann, das nächste Match. Und ob er beide Game holen kann. Ich wünsche mir auf jeden Fall ein Game 5. Starte direkt mit der Side-B rein, das habe ich auch noch nicht erwartet. Ja, der langsame SDN, da haben wir SDN sich nicht beeindrucken lässt von so einem O2. Also, er macht da sind die Jumps von SDN an der Kante beim Let's Trip. Er macht fünfmal nix und dann hopst er dich. Ja. Und, ja, und da geht's wenn los. Wenn man einmal wirklich von Ike getroffen wird, tut das auch einfach weh. Extrem starke Move macht viel Damage. Side B aus Disadvantage. Der Nair natürlich auch ein gutes Combo-Tool. Hier ist auf jeden Fall der erste Stock immer sehr wichtig, auch für SDN. Ja, wer den ersten Stock holt, kann halt so ein bisschen chillen. Der andere muss dann reingehen und ich glaube, beide wollen nicht unbedingt reingehen in den Matchup. Nein. Oh, schön von Robin. Oh, wieder die gleiche Option von
Oh. Ich glaube, das wollte er nicht. Ich glaube, er wollte werfen auf der Stage landen. Leider nicht funktioniert. Ah, er hat zu früh geworfen, die Turn. Ja. Da sieht man eben, dass nicht Peach Mains oft nicht so gut klarkommen mit denen, wenn sie selbst haben. Bin ich gespannt, wie viel Robin an Prozenten rausholt. Ja, Peach hat natürlich einen Schaden, der Big Damage macht. Sehr stark. Wir sehen ja auf jeden Fall, da Ulf-punisht ihn einfach. Dass er hier. Das Ding ist, was willst du für ein Landing catchen, wenn Peach einfach über dir drüber floatet? Ja, das ist sehr schwierig. Oh, jetzt nicht den Air-Dodge bekommen. Und Ike braucht natürlich eigentlich diese Up-Airs, um zu killen. So, jetzt ein Ledge-Trap. Das ist hier auch schwer. Man muss Peach respektieren mit diesen Turn-Ups. Und hier schön die Patience, die Rolle abgewartet. Die Rolle, hat gesehen, die Tech-Rolle nicht sonderlich weit von Ike. Ja, er hat Normal Roll gemacht, einfach. Also war No-Tech. War Normal Roll, okay. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall ein Holdstock-Lead für Robin. Das ist tatsächlich SDN auf seinen Tournament-Stock. Eigentlich Seriengewinner von Nitz. Es könnte sein, dass er hier nicht mal in die Top 3 kommt. Nee. Das wäre schon auch überraschend. Aber von den Leuten, die da sind, ist wäre auch nicht verwerflich. Wäre nicht verwerflich, aber ich denke, dass SDN schon jemand ist, der auch bei solch stacken Turnieren Anspruch hat, zumindest mal ins Grand Final zu kommen. Das auf jeden Fall. Ich glaube, das hat jeder Spieler sowieso, den Ehrgeiz dahin kommen zu möchten. Ja, wenn man auf dem Level ist, dann will man auch gewinnen. Ja, jetzt aber schöne Confirm von SDN. Spielst du hier langsam zurück? Langsam zurück, aber immer noch ein kompletter Stock-Lead. Natürlich. Jedes ja, jetzt hat er die Ruhe. Aber er trifft auch. Er macht viele Dash Attacks. Oh, da ist die Dash Attack. Der Dash Attack, aber hat die einen Sour Spot? Weiß war nicht so. Also stark. Müsste, sonst wäre er tot gewesen, der Robin. Und hier die Turn-Ups und. Ja. Ja, und das ja, okay. Schade. Da macht man nicht viel Offstage. Es war an sich gut gespielt gegen Ende von SCN, aber der Lead war halt so hoch, dass man nicht mehr zurückkommen konnte. Hat auf jeden Fall gesehen, dass SCN mehr Antworten gefunden hat, ob Game 3 adapted hat. Aber wenn man 2-0 zurückliegt gegen so einen guten Spieler wie Robin GG, dann ist es natürlich ja, Robin. Schwierig.